So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe des JFD Live Trading TV Formats. Es ist 20.42 Uhr, also läuft die US-Börse noch. Aber mit den, nach dem Risikohinweis werden wir auch sofort auf die US-Indizes schauen. Hier läuft jetzt für JFD kein spezielles Setup, sondern hier wurden auch Charts für God Mode erstellt. Und ja, hier waren eben mit dem Bruch der 17.800er Marke, sollte es abwärts gehen Richtung 17.557. Hier nach dem Tag am Montag sah es ja wirklich auch den Charten in, und einen anderen Chart hatte ich ja auch hier präsentiert auf JFD. Und das sah wirklich am Montag gleich aus, dass es hier möglicherweise weiter nach oben ging. Dann kam eben der Kontertag gestern und ich habe auch in der Schlussmeldung geschrieben, das Signal ist noch aktiv, solange das Hoch hier nicht rausgenommen wird. Heute hat er jetzt auch eventuell zeitlich hier ein Tief jetzt erreicht und sollte sich jetzt heute Abend bzw. eben auch morgen früh in den Futures was Bullisches ergeben, könnte eben auch der DAX davon profitieren. Der DAX ist auch schon sehr weit fortgeschritten. Was mich nur ein bisschen noch stört, also fortgeschritten in der Korrektur, was mich hier noch stört, ist, dass es hier noch keinen ganzen Gap Close im Nasdaq gab. Das war hier eben, diese Kerze war bullish, da sah es eher aus, dass es hier das Gap schließen kann. Natürlich nach der Kerze war hier unten wieder das wahrscheinlicher. Aber es geht ja darum, dann die Wahrscheinlichkeit, beziehungsweise dann, was der Index an der und der Stelle macht. Hier ist es für mich jetzt Short, kam hier nicht für mich in Frage, sondern wenn jetzt hier unten das Gap geschlossen wird, dann ist die Chance auf eine Erholung, ob es jetzt so weit geht oder auch nur bis 4.400 Punkten rund, ist für mich wahrscheinlicher als jetzt hier diese kleine Bewegung oder auch damals eben hier, wie gesagt, war ja bullische Kerze und da wäre man auf dem falschen Fuß dann gewesen und deswegen hier warte ich jetzt ab, bis eigentlich hier das komplette Gap Close zustande kommt diese Woche, also kann nur noch morgen und am Freitag das sein und dann sollte es eben nach oben gehen. Das ist wichtig, eben auch natürlich die US-Indizes im Auge zu haben. Ich habe sie sowieso immer im Auge, da ich auch von der Schiene kam. So, und jetzt machen wir es aber ein Stück schneller, weil sich, wie gesagt, der DAX sich an den US-Indizes eben auch orientiert. Ganz kurz eben noch zur Klärung. Hier gab es eben auch im Future ein paar wichtige Kaufzonen, die aber jedes Mal bislang eben noch nicht gegriffen haben, jedenfalls nicht hier im Future, weil es keine Umkehrkerze, kein trendbestätigtes Signal gab. Deswegen gab es jetzt hier auch im Prinzip, so wie ich es jetzt auch im Stream verfolgt habe, noch keinen Grund, hier long einzusteigen. Auf Xetra sind wir hier eben jetzt bei 9.860, als es hier war, long gegangen mit der ersten Position und unterhalb. Ich schiebe mal hier das weg, ja. Aber wenn man hier auch sieht, die dritte und letzte Kaufzone wurde erreicht. Leider gab es jetzt hier Intraday noch kein Reversal. Kurz vor 16 Uhr gab es einen schnellen Move nach oben, der aber dann wieder abverkauft worden ist. Also da sah es aus, als würde es hier eine schöne Tageskerze geben. Jetzt muss man eben hier auf morgen noch warten. Klar sind hier mit Bayern negativen Trade, wird ein negativer Trade abgeschlossen und auch jetzt hier die Telekom hat hier sozusagen den Stop-Loss gerissen. Aber auch hier gibt es noch eine vage Hoffnung. Aber das für mich sehr bullische Setup hat sich hier theoretisch schon in Luft aufgelöst. Also diese Kursziele sind jetzt nicht mehr haltbar. Ja. Es wäre eben nur gewesen, das Tief
dass sich, wenn nur wenn dieses Tief hält, beziehungsweise eben auch im absolut bullischen Sinne, diese beiden Marken wären hier die Kursziele möglich gewesen. Da muss man jetzt eben mal schauen, ob es morgen eben auch da eine Umkehrkerze gibt. Etwas rausgerissen hat natürlich dann oder extrem rausgerissen war das die deutsche Börse. Kauflimit lag bei rund 71,20, 30 rum. Schlusskurs hier waren etwa rund 1,50 Risiko. Und in der Spitze konnten hier gute 5 Dollar schon theoretisch realisiert werden, waren also über 3R möglich und würde dann für andere Setups könnte man das dagegen rechnen. Was genauso hier jetzt ausgestoppt worden ist, ist leider eben auch das RWE Setup. So, und natürlich hier war ja mit Siemens erstmal auch Gewinne möglich. Und hier liegt man auch im Plus. Hat ja auch gute Zahlen gebracht. Also nochmal ganz kurz, was Sie heute Vormittag schon erwähnt haben. Es ist wirklich seltsam. Linde war ja eigentlich auch ein Beispiel. Eher ein Big Player, hat gute Zahlen gebracht, wird abverkauft. Die Bayer, Allianz hat gute Zahlen gebracht. Siemens gute Zahlen, aber höchstwahrscheinlich eher der Ausblick hat vielleicht enttäuscht. Oder eben, weil der Index jetzt einfach hier nach unten will. Und eben auf... Hier sind wir im Future und da würde ja hier, tatsächlich hier ist es, das Gap wurde hier schon geschlossen. Aber eben nicht im Xetra, im Parketthandel. Also die Woche wird noch sehr spannend werden. Gibt es heute noch in Amerika ein Reversal, beziehungsweise auch dann morgen. Muss man auch wahrscheinlich bei Bayer und bei Deutsche Telekom wieder einsteigen. Die anderen Setups laufen ja noch. Und sonst muss man echt diese Woche in dem Sinne so abhaken, dass es eine negative Woche geworden ist. Danke fürs Zuhören und bis dann.